Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. In der letzten Folge sind wir in Bocklad. Halt die Klappe, ich bin am Reden. In der letzten Folge sind wir in Bocklad angekommen und haben uns hier um einige, um einige Diebe gekümmert, die Götzes Händlerpass geklaut haben, ne? Und jetzt sind wir hier und sagen ihr Bescheid, hör mal, wir haben alles erledigt. Jetzt bringen uns hier diese Barrikade. Ganz im Gegenteil. Flüster. Also steckten die Findlinge hinter der ganzen Sache. Theo hat sie schon des Öfteren erwähnt. Die Beutlinge. Jetzt haben wir gleich drei Probleme auf einmal gelöst. Das Problem mit den Taschendieben, das mit ihren Auftraggebern und auch das mit den gestohlenen Pässen. Ich hoffe doch, eurer findet sich auch bei den Diebesgütern. Aber im Moment bleibt uns nur zu warten. Auf Theo. Prost. Ah, da ist er ja. Also. Zurück, geliebter Bruder. Oh, nein, ich bin nicht so gut im Smalltalk. Schön, dich zu sehen, Eloise. Hier, Clive. Götz Pass. Sorg dafür, dass er in Zukunft besser aufpasst, ja? Mach ich. Danke. Ich habe unseren Jungs gesagt, sie sollen die Beute holen gehen. Kann ich beim Durchsehen auf deine Hilfe zählen? Natürlich. Ich schaffe etwas Platz im Lager. Ich nehme doch an, ihr zieht jetzt bald weiter. Aber hoffentlich nicht, bevor du dich uns richtig vorgestellt hast. Nicht wahr, Sid? Falsch. Das ist auch nicht meine. Überrascht? Wir sind auf derselben Seite. Ich verstehe nicht recht. Wie ihr ja nun selbst gesehen habt, helfen wir von der roten Karawane den Menschen, wo immer wir nur können. Gegen eine kleine Gebühr transportieren wir jede Art Fracht. Egal ob Waren zum Markt oder Träger weg davon. Ich war der Erste, dem meine Schwester geholfen hat. Ohne sie wäre ich als Junge gebrandmarkt worden. Du bist ein Träger. Zufälligerweise versuchen wir gerade, uns zu vergrößern. Und wer wäre ein besserer Partner als der Experte auf dem Gebiet? Findest du nicht? Das ist aber kein Tattoo. Doch, doch. Das ist auch keine Narbe. Folgen wir auch in dieser Sache dasselbe Ziel. Also lass uns doch zusammenarbeiten. Wie wär's? Es wäre uns eine Freude. Ihr ehrt uns. Und ihr uns. Hier, Clive. Das ist für dich. Noch eine Marke. Alla. Was ist das? Elle hat Freunde in hohen Kreisen. Ich habe Kameraden. Ah, jetzt kommen die Quests, ne? Niederen. Das Siegel kennzeichnet dich als unser beider Freund. Weißt du, der Sinn davon, irgendwie? Ich werde es mit Stolz tragen. Gut, dann, ich meine, es macht Sinn, ne? Die Leute erkennen dann, dass wir irgendwie zu denen gehören, so storymäßig, aber Karawane mitreisen können. Es ist einfach, aber falls es Probleme gibt, ist einfach, was man voll leicht programmieren könnte, ne? Zur Verfügung. Zum Freundschaftspreis natürlich. Für 9 Millionen? Wir fragen die Karawane. Okay. Steinarte Kerle. Oh, Händlerpass. Der Hauch des Blitzels. Okay. So gut. Geben wir Götz den Pass. Ja, ich wusste es. Ich weiß schon, wie dieses Spiel hier konzipiert ist, ne? Hat so ein Rhythmus, der irgendwie immer genau der gleiche ist. Na gut, dann los. Sie werden es sicher gleich wissen wollen. Schlechte Kunde? Zur Abwechslung mal frohe. Es gibt etwas zu feiern. Nur ist die neue Bedienung noch nicht ganz eingelernt. Ich kann hier nicht weg, um die Leute zur Feier einzuladen. Was genau gibt es denn zu feiern, wenn ich fragen darf? Einen ganz besonderen Wein habe ich ergattert. Nichts Geringeres als einen 66er Gulton. Gultons Roter ist das einzig Gute, was das Kaiserreich je hervorgebracht hat. Für einen 66er würde so mancher sein Leben geben. So heißt es jedenfalls. Oh, dann kennst du den Jahrgang.
Ich habe es mit einem Genießer zu tun, der mir vielleicht im Namen des guten Geschmacks unter die Arme greifen will. Wenn du die frohe Kunde an ein paar meiner Freunde weiterträgst, winkt auch eine kleine Entlohnung. Ja, das sollte ich schaffen. Das sollte ich schaffen. Du sagst es ihnen also? Wunderbar. Ich danke dir. Du hast es nicht weit. Alle drei sollten gleich hier beim Markt sein. Das wären Oldek, der Lieferant, Milan, der Metzger und Bojek, der das... Wer gibt einfach irgendjemanden Wildfremden so eine Mission, ne? Bocklatz, wenn du mich fragst. Sag ihnen, sie sollen zur Taverne kommen, wenn sie Feierabend haben. Komm wieder, wenn du ihnen Bescheid gegeben hast. Wer würde jemanden... kriegst du deine Belohnung. Einfach irgendwie so random so eine Aufgabe geben, ne? Stell dich mal vor, irgendjemand steht da irgendwie so. Irgendwo in Stadtmitte irgendwo, ne? Und fragt euch, boah, ich habe so einen Hunger, ne? Aber ich habe gerade kein Kleingeld dabei. Würdest du mir vielleicht irgendwie ein Sandwich kaufen oder so? Dann tut sich so ein Fenster auf. Auftrag annehmen. Geh mir aus den Augen. Ich brauche keine Trägerin, die nicht mal mehr den Herd anmachen kann. Oh, hier. Hey, was geht? Ich soll mit einem Lieferanten sprechen, einem gewissen Oldik. Das bist nicht zufällig du? Ein und derselbe. Willst du was liefern? Der Wirt schickt mich. Ich soll ausrichten, dass es bei ihm zum Feierabend einen guten Schluck 66er Goldton gibt. Ein 66er? Ich werd nicht mehr. Wenn er ihn gerade erst bekommen hat, muss er in den Kisten gewesen sein, die ich ihm aus San Breck gebracht habe. Vom Kaiserreich nach Bocklat? Du hast wohl ordentlich Mut. Die Route ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Ach, das ist das Los der Lieferanten. Diese Beine haben mich und meine Fracht schon über ganz Stürm getragen. Den einen Tag geht's nach Oriflam, den anderen nach Canva. Je weiter die Strecke, die man bereit ist zurückzulegen, desto mehr wird gezahlt. Deswegen sind die Aufträge für die längeren Routen immer heiß begehrt. Ich würde sagen, für heute habe ich genug geschuftet, um einen guten Tropfen verdient zu haben. Danke fürs Bescheid geben. Oh Gott. Nimm mal direkt die Quest auch an. Wie ich sehe, scheinst du Eloise behilflich gewesen zu sein. Wie ein Diablo. So gut, mir dieselbe Güte eine zu Quest als die nächste Quest direkt annehmen. Was soll ich tun? Jemanden finden. Weißt du, ich habe Probleme mit Dieben. Und trotz aller Bemühungen kann ich sie nicht davon abhalten, sich einfach an meinen Lieferungen zu bedienen. Vor ein paar Tagen habe ich mich bei einem Freund darüber beklagt. Er hat mir angeboten, die Schuldigen zu finden. Josef ist zwar ein Söldner und ein guter noch dazu, aber er ist schon seit Tagen weg und ich befürchte das Schlimmste. Ich stehe einfach nur so. Ich bin beschäftigt. Wo soll ich anfangen? Wohin könnte ihn seine Suche geführt haben? Auf die Zemeckis-Straße vielleicht? Er meinte, dass sie wohl kaum länger hier in Bocklat bleiben würden als nötig. Josef hatte es schwer im Leben. Seine Mühen haben den Armen schon früh ergrauen lassen. Ich bete nur, dass er nicht wegen etwas Getreide getötet wurde. Ich glaube nicht, dass es viele grauhaarige Söldner gibt. Hoffentlich hat ihn jemand gesehen. Oh, wow, 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 wow. Und du? Verzeihung, habt ihr möglich? Ja. Viel benutztes Schwert. Einfach ja. Ein gestellter Körper. Ich erwäge Begleitung anzuheuern und ihr scheint mir die Ausgabe wert zu sein. Stehen die Dienste eurer starken Arme unter Umständen zur Verfügung? Wobei wären sie denn behilflich? Nun, ich bin geradezu besessen von semekischer Geschichte und wünsche, die Ruinen in der Nähe zu erkunden. Und für den Fall, dass ich Wegelagerern oder den hier beheimateten Bestien begegnen sollte, benötige ich einen gestandenen Begleiter. Falls ihr akzeptiert, erhaltet ihr nicht nur einen Lohn materieller Natur, sondern profitiert auch von dem wahren Schatz, der dort wartet. Der reichen, wechselvollen Geschichte von Zemeckis. Und? Oh, Geschichte. Habt ihr je ein grandioseres Angebot? Geschichte. Fantastisch. Und Natur wurde mir auch angeboten. Wir brechen auf.
Und wohin gehen wir? Wir folgen dem alten Semekis-Pfad und dann weiter ins Abenteuer. Heil, so vieles will entdeckt werden. Ins Abenteuerland. Viel Glück mit den Wegelagerern. Halt, warte. Dafür bin ich da. Ich sorge wohl besser dafür, dass ihm nichts passiert. Lass mich dein Zeug tragen. Lass mich aber erstmal die Quests machen. Dem wird schon nichts passieren, ne? Oh, die eine ist direkt gleich weit entfernt. Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Ey, wir haben Schnaps. Der Metzger? Der bin ich. Was kann ich für dich tun? Der Wirt hat etwas ganz Spezielles reinbekommen. Er würde dich gerne zu einem guten Wein einladen, wenn du hier fertig bist. Er kennt mich zu gut. Der Schinken hier wird hervorragend zu einem guten Tropfen schmecken. Schinken und Wein im Überfluss. In Bocklad kann man es sich wohl gut gehen lassen. Alle, die irgendwo hin wollen, müssen hier durch. Und mit den vielen Menschen, die über den Kristallpass reisen, kommen Waren aus ganz Valestea. Fleisch aus Sanbrek, Kräuter aus Rosaria. Manchmal sieht man hier sogar Kuriositäten aus den Landen Ashras. Mein alter Herr wusste genau, was er tat, als er sich hier niedergelassen hat. Danke für die gute Nachricht. Weißt du was? Vielleicht mache ich heute früher Schluss. Ich will meinen Freund ja nicht warten lassen. Ja, Freundschaft. So, und dann noch du. Ich weiß es nicht, dass ich hier rumlaufen muss und Leute irgendwie einladen muss. Die Kaiserlichen sind eure Feinde, nicht wie? Ich suche Bozek. Es hieß, er bewache das nördliche Tor. Du hast ihn gefunden. Ich gehe mal davon aus, du bist kein neuer Rekrut. Ach, ist alles zum Patsch, komischerweise. Er ist an einen seltenen Jahrgang gekommen, einen 66er Golton, und meinte, den würdest du sicher gern verkosten. Einen Golton habe ich noch nie verschmäht und ich wüsste nicht, warum ich jetzt damit anfangen sollte. Danke fürs Bescheid geben. Du hast hier sicher viel zu tun, oder? In letzter Zeit kommen immer mehr Flüchtende an, die hier durch wollen. Verstehe mich nicht falsch, ich habe auch Mitgefühl, aber Befehl ist Befehl. Keine Papiere, kein Einlass. Trotzdem versuchen viele, sich vorbeizuschleichen. Ab und an ist einer von ihnen auch dumm genug, es mit Gewalt zu versuchen. Und wenn das passiert, dann wird es ganz schnell hässlich. Weißt du was? Ein guter Wein ist jetzt genau das Richtige. Na also. Sven, alle. Vielleicht lässt mich der Wirt ja von diesem Wein probieren. Boah. Clive. Bist du ein Weingourmet? Und wie auch immer das nochmal nennt. Wie man das auch immer nochmal nennt. Ein Connoisseur. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Nein, danke, geh weg. Nein, geh weg. Fass mir die an. Oh. Muss ich erst mein Schwert ziehen? Geh mir aus den Augen. Ja. Okay. Nein. Deine Freunde wissen Bescheid. Sie sind bald da. Fantastische Neuigkeiten. Ich danke dir. Unser letztes Treffen ist eine ganze Weile her. So wie ich das sehe, gehört der Wein den dreien genauso wie mir. Wie das? Nun ja, wenn Oldik mir nicht das wirklich gute Zeug liefern würde, könnte ich hier nur Plörre ausschenken. Und dann sind da noch Milan, der seine Kunden stets zu mir schickt, und Bozek. Ohne seinen kühlen Kopf wäre hier schon alles im Chaos versunken. Bocklad steht und fällt mit diesen dreien. Nimm auch nur einen von ihnen weg und der Markt ist Geschichte. Und ohne den Markt hätte ich nicht einen einzigen Kunden. Das sollte mir einen 66er wert sein, findest du nicht? Kein hoher Preis. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Missmutige Wirte und finster dreinblickende Schwertkämpfer gleichermaßen. So, ich sollte langsam alles für meine Gäste bereit machen. Da hast du mich also einen waschechten 66er schleppen lassen? Hätte ich das gewusst, hätte ich das Zeug verkauft und wäre jetzt stinkreich. Einmal probieren reicht mir aber auch, wenn du ihn mir denn anbietest. Ein 66er Golton, meine Güte. Trifft sich gut, dass ich mir auch was Feines aufgehoben habe. Eine Flasche reicht für unsere Sorgen vielleicht nicht aus, aber schaden kann es sicher nicht.
Da sind sie ja. Die drei, die Bocklat nicht entbehren kann. Setzt euch, meine Herren. Ich stelle mir gerade vor, wie der Wein irgendwie vergiftet ist. Ja, aber ich habe sie alle versammelt. Jetzt gönnen sie mir. Besser hätte ich es nicht sagen können. Trinken gleich alle, sind alle tot. Ich krieg noch mal was. Ich habe auch geholfen. Ich will mich auch betrinken. Ich stehe voll auf Alk. Oh, dann trinke ich eben dieses schwarze Blut. Also gut. Dann weiter. Ich betrinke mich einfach in dem Blut und werde davon besoffen. Ja, ist ja. Torga muss mich dann auf seinen Rücken tragen. Ich hab den Segen des Phönix. Hier gibt's keine Kristalle. Hey, du. Was will ich machen? Ich habe keine Gil. Ich habe nur eine Frage. Ist ein Söldner hier vorbei? Also ja. Er hat graue Haare. Jetzt, wo du sagst. Vor einer Weile habe ich da draußen einen jungen Mann mit einer silbrigen Mähne herumschleichen sehen. In welche Richtung ist er gegangen? Woher soll ich das wissen? Ich denke, er ist der Straße gefolgt. Warum tust du nicht dasselbe und lässt mich in Ruhe? Sehr freundlich. Deswegen war gerade so ungewohnt, dass alle irgendwie so freundlich waren hier mit dem Wein. Mich direkt nicht anmeckern. Ganz so. Wie ich erwartet habe. Ach, das ist der andere Typ, okay. Kollege, ich war 5 Minuten kurz weg, ne? Titan! Oh. Ja. Schmeiß den da runter. Schwimmen bei den Fischen. Ganz und gar nicht, mein Bester, dank eures zeitigen Eingreifens. Doch viel wichtiger, wir sind am Ziel. Kommt, richtet euer Augenmerk auf das Wunder vor uns. Ruinen, faszinierende Überreste der Gefahr. Der Sound war irgendwie gerade für eine Sekunde weg. Täglicher Anblick, dass der Mensch sie. Warte mal, hier sind die Ruinen, aber wir sind doch außerhalb von den Ruinen gerade. Imposante Gefährte, gestürzt vom Firmament. Wir nennen sie Luftschiffe. Indes begreifen wir ihr wahres Wesen nicht im geringsten. Verratet mir doch bitte, ist euch an diesen Ruinen nicht eine gewisse Besonderheit aufgefallen? Die ist alt. Während es uns kaum möglich ist, den Ruinen auch nur Kratzer beizubringen, wurde das vor euch liegende Konstrukt im Zuge der Entstehung der letzten Sünde präzise durchtrennt. Zweifellos ein aufregendes Rätsel und doch nur eines der Enigmen, die Semekis so zahlreich birgt. Kommt, mein Bester, die Expedition geht weiter und wir haben noch so viel zu lernen. Wie wolltest du bitte schon mal vom Banditen überfallen, während du hier warst? Muss man ihm lassen. Leidenschaft hat er. Ach. Lass mich raten, der wird jetzt wieder angegriffen. Warte, ich mach meinen Phönix noch mal kurz bereit. Da schwere die andere Quest, ne? Ich wechsle ja die ganze Zeit hin und her, oder? Wir wollen keinen Ärger. Ich auch nicht. Ich suche jemanden. Einen grauhaarigen Söldner. Wir haben keinen gesehen. Doch haben wir. Er ist die Felsen hochgeklettert. Die da drüben. Er ist ihnen wohl auf der Spur. Ich darf da nicht hin. Mama sagt, da oben gibt's Goblins, die kleine Jungs auffressen. Ruhe jetzt. Du hast schon genug geplappert. Aber du hast mir das doch gesagt. Du solltest besser auf deine Mutter hören.
Wir haben niemanden gesehen. Doch, haben wir. Alter. Also, wir zurück zur nächsten Quest. Wo ist sie auch hier? Oh. Haben diese Diebe ihre Beute wirklich den ganzen Weg hier hochgeschleppt? Hm. Oh. Lagen ein paar Sachen. Okay. Ist auch hier passiert irgendwie was irgendwann. Ich glaube, wir haben die Übeltäter gefunden. Hey, na. Die freuen sich nicht, mich zu sehen. Goblin Prinz. Ja, dann greifen mich gar nicht an. Sehr gut. Da, ich warte immer zu spät. Bock. Jetzt hat Gefühl, die anderen müssen auch getriggert werden, ne? Aber irgendwie machen die nichts. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, die anderen hätten auch auf mich zukommen sollen, aber da ich nicht so nah dran gegangen bin, ist nichts passiert. Bringen wir es hinter uns. Komm her, du Gollum. Töte ihn nicht. Er beschützt nur sein Zuhause. Josef. Der Junge hatte recht. Wer bist du? Deine Freundin hat mich geschickt. Sie hat befürchtet, dass dir etwas zugestoßen ist. Bin ich schon so lange fort? Die Diebe zu finden war nicht schwer. Das Problem war zu entscheiden, was ich mit ihnen machen sollte. Die Dinge sind also komplizierter, als sie scheinen. Mir war schon klar, dass es keine gewöhnlichen Banditen waren, noch bevor ich den Markt verlassen hatte. Weißt du warum? Unsere Diebe hatten kein Interesse an Gold oder Gil oder Dingen, die sie nicht essen konnten. Außerdem gab es Gerüchte über Goblins in der Gegend. Da musste ich nur noch zwei und zwei zusammenzählen. Ihre gemütliche Zuflucht fand ich dann auch schnell, mitsamt des vermissten Essens. Ich habe mich voller rechtschaffener Wut auf sie gestürzt. Mir entgegengestellt hat sich aber nur ihr Anführer. Die anderen hatten sich ums Essen geschart. Sie wollten es bis zum Tod verteidigen. Sie mussten stehlen, sonst wären sie verhungert. Ich habe das auch schon mal durchgemacht, also kann ich sie verstehen. Du hast sie verschont und damit scheinbar auch ihr Vertrauen gewonnen. Diese Goblins sind hier nicht heimisch. Sie wissen nicht, wie man in einer so kargen Gegend überlebt. Deshalb bringe ich es ihnen jetzt bei. Sobald sie jagen und Futter suchen können, riskieren sie ihre Hälse sicher nicht mehr in Boklad. Beeindruckend. Ich wusste nicht, dass man sich mit Goblins verständigen kann. Tu mir einen Gefallen. Sag Queta, dass ich in Sicherheit bin. Ich komme zurück, sobald ich hier fertig bin. Oh, und erwähne nicht die Goblins. Ich will nicht, dass die Leute mit Heugabeln herkommen. Jetzt, wo die Meute nichts mehr stiehlt. Dein Geheimnis ist sicher. Vielen Dank. Ja, sobald ihr irgendjemand findet, ne, sind die tot. Also, von daher. Da lange funktionieren wird. Oh Gott, ich muss ja weg. Monster-Version von Donald Duck. Na gut, dann noch diese Quest und dann sind wir fertig, ne? Dann geht's wieder weiter in der Story. So, warte. Für die Höhe musst du nicht unbedingt rollen. Live. Okay, ganz ruhig. Kann ich hoch? Doch, komm. Oh,
Also, da sind wir wieder bei Goblins. Hat er voll gemacht, ne? Da haben bestimmt genau die gleichen. Alter! Ist der Angriff krass. Kriegt doch nicht immer so weit weg. Da. Merkwürdig. Weil haben wir uns mit Goblins angefangen. Jetzt machen wir die nächsten, die wir sehen, direkt platt. Dieser Ausflug wird noch böse enden. Oh, das wäre ganz und gar inakzeptabel. Wo sich uns doch solche Herrlichkeit darbietet, seht die letzte Sünde in all ihrer Pracht. Moss berichtet uns von einer Schlacht, welche hier dereinst stattfand. Eine Schlacht von solcher Gewalt, dass sie einen kolossalen Krater in eben jenen Erdboden riss, auf dem sie tobte. Und die Götter zürnten den Menschen, denn sie griffen nach ihrem Heiligtum. Ich fand Final Fantasy X ward ihre Rache, der stillen Ebene, die entstanden ist. Die Wahrheit bleibt wohl im Dunkeln, den Kampf zwischen den ersten Mediums, die Hoffnung nicht aufgeben. Den Sinn. Nun, das soll uns jedoch nicht verzagen. Es gibt noch mehr zu beschauen. Oh, auf dieser riesige Krater. Mir nach, die Geschichte wartet. Dude, bleibst du mal hier stehen? Und Clive sagt irgendwas Cleveres. Gut. Ich dachte, jetzt kommt wieder irgendwie so ein One-Liner, also. Dieser Mann weiß einfach nicht, was er aufhören muss. Aber schon mal hier. Dann lass mal kommen. So, 5, 4, 3, 2, 1. Da. Ich kann mich in dem Angriff verwandeln. Ah. Und ja, die Trophäe, die ich letztens bekommen habe, habe ich bekommen, weil ich irgendwie, ich glaube, 50.000 Schaden gemacht habe. Wenn einer so eine, wenn die mir im Brechzustand sind, kann ich auch hier. Ja. Wieso schaffe ich den Angriff nie auszuweichen? Bonk. Donk. Jetzt ziehe ich eine Wand auf. Okay, da mit einer Gesamtschaden steht, ne? Wenn die gebrochen sind, da ich musste irgendwie, weil nicht 50.000 Schaden machen oder so. Alles noch heil. Ja, ich glaube schon. Soll vielleicht weiter kämpft gegen der S-Bahn. Oh nein, Barmut. Bin ich von eurem Können beeindruckt. Diese kuriosen Geschöpfe, wir Fachmänner bezeichnen sie als Echos. Zwar führen die Chroniken des Moss, wie auch die Legenden, den Fall von Semekis auf die Götter zurück. Moss ist irgendwie so ein Geschichtenerzähler in dieser Welt, ne? Die Hintergründe sind nebulös. Könnten jene Ruinen ein Hinweis sein? Exquisite Meisterwerke von vollendeter Schönheit.
stellte die Errichtung solcher Wunder in den Augen der Götter möglicherweise einen Übergriff auf ihren Hoheitsbereich dar? Allein, es ist alles graue Theorie. Eines Tages erfahre ich womöglich die Wahrheit. Bei so viel Leichtsinn ist das unwahrscheinlich. Ihr habt recht, natürlich. Und ihr habt mich nicht nur mehrmals dem sicheren Tode entrissen, sondern ertragt auch mein Geschwafel mit erstaunlichem Gleichmut. Das freut mich, aber sind wir nicht zum Erkunden der Ruinen gekommen? Ich muss gestehen, dass ich eventuell nicht ganz ehrlich war. Im Grunde verlangte es mich lediglich nach einem Zuhörer. Zuhörer. Selbst die anderen Gelehrten auf dem Platzhalter verlieren langsam die Geduld mit meinen Theorien. Deswegen kam mir der Gedanke, einen Begleiter anzuheuern, der würde mir zuhören müssen. Darum ging es ja also. Ich fürchte, so ist es. Und nun, mein Bester, wird es höchste Zeit für uns zurückzukehren. Na gut. Bitte keine Alleingänge mehr. Ich war nur einsam, okay. Ich brauchte nur einen Freund. Na gut, werde ich wenigstens bezahlt fürs Zuhören. Ich hatte einen wunderbaren Tag. Hier, eure Belohnung für euren exzellenten Schutz und noch ein kleines Trinkgeld für eure Mühen. Cool. Na, das hat sich ja dann gelohnt, ne? Der Hauch der Erde. Ich kenne die Angriffe sowieso nicht auswendig vom Namen. So, was? Also, muss ich auch noch abgeben. Schon sagen, ist schon wieder eine neue Quest hier erschienen. Josef lebt. Er will nur noch ein paar offene Fragen klären. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Oh ja, er lebt total. Sein Handwerk. Er hat eure Diebe gefunden. Und ich glaube, die kommen nicht mehr zurück. Ich bin wirklich froh, dass wir Josef haben. Und wenn er sagt, es wird von jetzt an keine Diebstähle mehr geben, reicht mir das. Danke, dass du meine Sorgen zerstreut hast. Hier, für deine Mühen. Danke. Okay. Oh, Level up. Ja. Oha, Stufe erhöht. Oh, dann bin ich ja erfolgreich, ne? Ich wollte gerade zum Versteck zurückgehen, aber brauche ich ja nicht mehr. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, da ist nichts mehr. So, hier sind wieder einige neue Sachen, ne? Aber so als auf dem Jagdbrett ist nichts. Post ist da. Na gut, gehen wir erstmal weiter, ne? Jetzt müssen wir auf zum nächsten Gebiet, ne? Wahrscheinlich. Weiß jetzt nicht, ob da irgendwie jetzt wieder eine Hauptstory-Quest kommt, wo wir irgendwo rein müssen in so eine, in so ein Dungeon. Ich nenne mal Dungeon oder so, keine Ahnung. Eigentlich will ich ja mal Schmied werden. Bitte sehr, Götz. Verlier ihn nicht noch mal. Mein Pass! Ihr habt ihn! Oh, vielen, vielen Dank. Tante hätte mir sonst die Ohren lang gezogen. Ich muss Elle und Theo auch noch Danke sagen. Solltest du auch, Hansa. Deine Freunde und du, ihr müsst nicht mehr stehlen. Und wenn euch wieder jemand bedroht, wendet euch an die beiden. Ich weiß. Und das haben wir schon. Wir schaffen jetzt für Eloise die Chocobo-Scheiße aus den Ställen. Ist nee. Verdammt anstrengend und bringt Sprache. Weniger Gil, aber wenn wir dranbleiben, wird's schon werden. Na, dann bleib dran. Ach, Götz. Tut mir leid wegen dem Pass. Ah, macht nichts. Ich hab ihn ja wieder. Und Ende gut, alles gut, oder? Du willst doch Schmied werden, oder? Ich werde dein allererster Kunde. Ich spare meine ganzen Gil und kaufe ein riesiges Schwert von dir. Ich geb mein Bestes. Bis dann.
gut, dann können wir ja jetzt weiter, ne? Handelspass ist da, Götz ist da, wir sind da. In Ordnung. Wir dürfen auf den Wagen. Du weißt Bescheid. Du bist ein Händler. Wir sind Söldner und beschützen dich. Beschützen? Und vergiss nicht den Plan. Du fährst durch, ganz bis nach Dichasia. Jill und ich werden schon vorher aussteigen. Wir finden anderswo rein. Ich werde einkaufen gehen. Gut. Und wir werden uns einen Überblick verschaffen. Mitten in der Stadt gibt's einen Platz, der mit dem großen Glockenturm. Wenn was schief geht oder so, treffen wir uns da. Verstanden. Dann los. Na gut. Unsere besten Schauspielfähigkeiten hier bei denen wirken. Währenddessen. Ne, da gehen wir hin, ne? Jetzt des kaiserlichen Hofs. Nein, währenddessen. Verstehe. Fangsaal, Joshua. Ich bin sicher, dass euer Vater nichts von Ultima weiß. Das bin ich. Ich glaube gern, dass eine finstere Macht ihren Einfluss auf das Kaiserreich ausübt. Aber wie dem auch sei, sie steuert nicht meinen Vater. Er bleibt weiterhin Herr seines eigenen Verstandes. Dann agiert der Feind aus den Schatten. Ich gestehe, als ihr von diesem Feind spracht, hatte ich Zweifel. Davon nicht wenige. Eine Bestie, die bezweckt, in Valisthea Chaos zu stiften, nur um eures Bruders Willen? Doch eure Wunde ist ein untrüglicher Beweis. Ist das eure Antwort, eure Hoheit? Ihr schließt euch dem Kampf an? Ich kann nicht. Noch nicht. Eure Hoheit, bitte! Wie ihr wisst, stehen die Dalmeker vor unseren Toren. Ohne ihren Mutterkristall ist ein Rückzug keine Option mehr für sie. Der Angriff ist nur eine Frage der Zeit. Bahamut wird sie aufhalten müssen. Sonst gibt es ein Massaker. Wenn auch nicht durch Kupkas Hand, dank Ultimas Machenschaften. Ich kann die Sorge um euer Volk nur zu gut verstehen. Doch die Menschen erwartet ein schlimmeres Schicksal, wenn wir Ultima nicht aufhalten. Das Chaos, das er bringt, wird ganz Valisthea in den Abgrund stürzen. Das Leben jedes Menschen in Stürm und Ashra ist in Gefahr. Ich glaube euren Worten, Phönix. Doch ich habe eigene Pflichten und ich muss ihnen nachkommen. Was auch passiert. Über mein Blut. Nun, du weißt sicher auch, um die höchsten Ämter des Staates zu bekleiden, verlangt es einer makellosen Abstammung. Leider führt deine Blutlinie in Oriflams Gosse zu einer Hure, die dich in Gil abgewogen hat. Habt ihr meinen Vater erpresst? Aber nicht doch. Es war nur ein Flüstern im Wind. Dass sein Bastardsohn eine Rebellion ausbeutet. Was? Silver hört auf die Worte seiner Astrologen. Und sie hören auf mich. Du hast sie für deine Intrigen benutzt. Zeige mir Treue und beuge dich, Olivier. Dann wird dein Haupt mit Lorbeeren verziert werden. Und nicht mit Teer. Doppelzüngige Hexe!
Da ich deinen wichtigen Dienst für das Reich zu schätzen weiß, werde ich dir diese ungewohnte Impertinenz verzeihen. Das ist eine gute Idee. Und jemanden, der eine Esper in sich hat, so aufzuregen. Kaiser Olivier hat bestimmte Erwartungen an dich. Oder sagen wir, an Bahamut. Ist sie Ultima. Mach Jagd auf seine Feinde für ihn. Bis auch ganz Valistea weiß, wer es wirklich lenkt. Ein weiteres Unheil erschüttert unser Sanbrek. Die Flammen dieses Krieges, sie verbreiten sich unaufhaltsam weiter, alles nach Ultimas Will. Vergebt mir. Falls abgehackt am Ende. Beschert. Daran habt ihr keine Schuld. Dieser Frage muss sich das Kaiserhaus stellen und ich als sein Mitglied habe die Aufgabe, sie zu lösen. Und sobald dies getan ist, soll meine Kraft die eure sein. Danke, eure Hoheit. Lasst uns gemeinsam in die Lüfte steigen und den Menschen wieder Hoffnung bringen. Nichts wünsche ich mir mehr. Terence. Mein Prinz. Glaubst du, dass das, was ich tun werde, falsch ist? Wir Dragoons gelobten euch Treue, eure Hoheit. Und wir werden euch bis zum Ende folgen. Danke. Dann ist dies mein Dekret. Für ihre Verbrechen gegen die Krone werden Kaiserin Annabella und ihr usurpierender Sohn von mir gerichtet und Sanbrek erlöst. Oh. Und ja, hier geht's direkt in die Story weiter. Und ich kann auch nur dahin. Na gut, dann gehen wir noch ein bisschen rein und gucken, was hier auf uns wartet, ne? Ach, ich habe schon wieder vergessen abzulehnen, das Kristall dem Dominium. Schnappen uns den nächsten Kristall. Dabei stehen diese Leute am Rande eines Kriegs. Sie haben Angst. Sie trinken sich neuen Mut an. Und was macht dir Angst, Clive? Der Hafen ist leer. Und auch die Hälfte der Marktstände. Die Stadt wirkt zwar friedlich, aber sie gleicht einem Pulverfass. Es bräuchte nur einen Funken, der uns den Weg in den Mutterkristall erleichtert. Darauf habe ich gewartet. Rufen wir Gav. Wenn jemand für Unordnung sorgen kann, dann er. Und bis er da ist, tüfteln wir an unserem Plan. Wir klingen irgendwie sehr zuversichtlich. Sehr ungewohnt. Sehr optimistisch. Was wird hier gleich schieflaufen?
Na, Torgal, merkst du wieder irgendwas? Ja, Torgal ist eigentlich immer nur da, um uns irgendwie zu sagen, oh, jetzt passiert gleich irgendwas. Was ist, Großer? Und da Barmut angeflogen. Oh. Aber ich nehme an, dass der Prinz wieder jetzt hier irgendwie versucht, die Mutter ja alle zu machen. Na, schon wieder das Mädchen, das wir schon mal gesehen haben. Die ist auch wichtig, ne? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Was wir die irgendwie gesehen haben, weil man sie direkt hier in dieses eine Verzeichnis gelistet. Vielleicht ist sie ja Leviathan. Hier lang. Ja. Oder etwa Gap, ne? Aber glaube ich nicht. Dächern, wie clever. Feuer in der Nacht. Aber da bestimmt der Prinz, ne? Die Stadt brennt. Gott wird es bemerkt haben. Gehen wir zum Treffpunkt. Der Platz am Glockenturm. Im Stadtzentrum, richtig? Gut. Layout in der Stadt erinnert mich an diese Stadt von Final Fantasy 15. Man gegen Leviathan gekämpft hat. Waren das kaiserliche Dragons? Hm. Ich nehme an, wir werden hier einfach problemlos durchkommen. Ohne entdeckt zu werden, ne? Wie das Endgame so aussehen wird. Irgendwie habe ich, wir rennen jetzt hier vom jeden Kristall zum nächsten, ne? Irgendwie, ich meine, Ultima ist natürlich der Hauptbösewicht hier, nehme ich sehr stark an, aber was zur Hölle passiert hier? Das weiß ich nicht, wie das irgendwie hier passieren wird, so der irgendwann irgendwie hier so im Vordergrund ist. Da werde ich ja sehen, ne? Aber erst suchen wir Götz. Hoffentlich ist er wohl auf. Okay, bring den bloß nicht um, ne? Sie haben nur sie zur Person von allen. Muss das sein? Geh mal aus dem Weg. Wo sind die? Da. Bleib liegen. Okay. Mal kurz gucken. Ah. Er zuerst. Bleib liegen. Nimm das. Oh, ich wollte schon sagen. Ah, hey. Hat er jetzt funktioniert oder habe ich das nur falsch abgetimt? Okay. Kann ich fast nicht, was gerade getan hat. Oh. So eine Parade. Nein, der ist darüber gesprungen. Boom. Ah, der ist aber dann wieder rausgesprungen.
Klar, ich habe deinen Angriff von oben. Ich habe deinen Angriff von oben von der Seite blockiert. Oh, lieber golden ist. Von Heiltrank war das okay. Was ich da jetzt auch. Sieht so disrespektlos aus, ne? Echt? Lanze, setzt Springen ein. Ja, Dragoons. Genau wie ich es mir gedacht habe. Dragoons. Da, der hat wieder. Oh. Dass ich mal froh sein würde, in der Kanalisation zu landen. Was ist das denn? Was hat der Dark Souls? Nämlich an dieser eine Stelle von Dark Souls 1, wo man irgendwie zum ersten Mal diese Ratten begegnet. Unter dieser Brücke hier. Brock. Gerade eine Krabbe da reingeschmissen. Ah, die agieren auf den Prinzen, seine Befehle. Vielleicht sollten wir ihn nicht erledigen, ne? Wir sind ja auf unserer Seite eigentlich, ne? Wir wollen ja auch unsere Mutter aus dem Weg schaffen, ne? Glaube ich. Wollen wir das? Ja, ne? Wie gesagt, für alles mehr oder weniger verantwortlich. Ein Lastkran. So, das Seil aber weg. Wir sind jetzt okay. Wir sagen, wie ist jetzt Chill hier hochgekommen? Wo in Vigors Namen kommt ihr plötzlich her? Wir sind der Terror, der in der Nacht erschienen sind. Oder irgendein Spruch von Darkwing Duck. Oh, sehr gut. Er sagt, wir wird gleich storymäßig irgendwas krasses abgehen, ne? Er hat bestimmt irgendwie im Kampf mit Bahamut verwickelt. Angriff! Verteidigt das Tor! So viele Gegner, was war ich nur dagegen? Ah ja. So. Nochmal die ganze Straße hier säubern. Oh, du bist ein Kommandant. Nein, ich wollte deinen Konter mit meinen Kontern. Wir müssen uns gegenseitig kontern. Mach ich halt den, ja. Ja, irgendwann werde ich schon anvisiert haben, ne? Ist er da oben, ist er. Da. Ah, von allen Viechern. Oh, ich hab's noch getroffen. Bin mir ziemlich sicher, ich war zu früh dran. Ah.
Ich dachte, du willst nochmal angreifen. Was so ein Durcheinander gerade. Nein, dann nicht dich. War gerade Torgal, der diese Sachen abgefeuert hat. Aber so wenig Schaden. Nein, ich hab schon wieder. Jetzt hab ich gewechselt noch. Komm her, du Stück, komm her, du Stück. Okay. Suchen wir einen anderen Weg. Oh, anderer Weg, anderer Weg, anderer Weg. Wo denn? Warum sehe ich blaue Dinger? Da. Mhm. Trank. Haha. Da. Na ja, jetzt kriege ich genügend Tränke. Will ich mich immer erst so positionieren, ne? Ich meine, die Combo bringt's, ne? Das ist natürlich ganz schön Impact spielen, ne? Ich tue mal auf dieselbe Weise kämpfen und irgendwie eine Combo vorbereiten, eine Elementarreaktion und so. Dann löse ich die auf. Ach so, der geht zum Glockenturm, weil wir uns da treffen wollten, ne? Zu dem Big Ben da hinten. Na gut. Ja, okay, jetzt ist so typisch, ne? Damals brauchte ich irgendwie voll viele immer, ne? Hab keine bekommen, jetzt bekomme ich jetzt dauernd welche, obwohl ich die gar nicht brauche. Auf Befehl des Prinzen! Kein Durchlass! What? Okay, irgendwas habe ich eingesaugt. Ich weiß nur nicht was. Man, einer von denen hat irgendwie hier so ein Ding auf mich geschossen, was ich, weil ich nicht hingeguckt habe. Oh ja. Ich mach dich platt. Ich will sogar nicht glauben, wie sehr ich dich platt mache. Ah, diesmal hat es nicht geklappt. Noch was hat. Ich bin die ganze Zeit nur so klollololong. Irgendwie stehst du nicht, nein. Irgendwie bist du gerade auf dem Knie. Oh Gott.
für ein Ding habe ich bekommen? Unterwesten. Ich gerade irgendwie was Neues bekommen. Unterwesten Kettenglied. Na gut. Na gut, wir haben wieder eine Stunde erreicht. Das heißt, ich würde sagen, das war's für heute. Ne? In der nächsten Folge geht es dann weiter und wir gucken, was hier so genau passiert ist. Ne? Ich nehme an, der Prinz hat jetzt hier ein bisschen randaliert, ne? Und hat es abgesehen auf die Mutter. Und ja, in dem Sinne sage ich dann, das sehen wir uns beim nächsten Mal an. Weißt du überhaupt, dieser Rotstern, der ist mir schon sehr lange aufgefallen, ne? Hat irgendwie jemals irgendwie so erwähnt? Keine Ahnung. Ich würde jedenfalls sagen, das war's für heute, ne? Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Okay. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.